Hey, bros, what's going on? This is Commander. Be sure to subscribe to my channel if you haven't already, because subscribing makes you feel good. Hey, hey, hey. So, es geht weiter. Endspurt. Es wird Zeit, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Und nicht so blöde in der Dunkelheit herum eiern. Schon. Okay. Ja, anscheinend kommt man da irgendwie rein. Aber das wird sich schon irgendwie klären. Wenn wir hinten in den Bereich gehen. Und ja, machen wir einfach mal. Das wollte ich nochmal überprüfen, was es da so gibt. Ja, in der letzten Folge, da war ich ja ziemlich am Abkacken. Okay, hier geht's gar nicht runter. Aber wir haben ja noch den Bereich da hinten mit dem Grün. Gehen wir da lang. Dann habe ich mich hier vertan. Ja, genau. Ich habe mich ja in der letzten Folge ziemlich zum Deppen gemacht, finde ich. Hab gesucht und geguckt und kam irgendwie nicht zum Ergebnis. Aber nun gut. Das ist ja einmal komplett live, dieses ganze Let's Play, und von daher kann das ja auch mal passieren. So. Links. Und versuchen wir mal da irgendwie zum Ergebnis zu kommen. In der Ebene. Also das ist nicht mehr so viel. Dann geht's schon weiter. So, dann gehen wir hier noch rein. Versuchen unser Glück. Ah, die Stelle.
Irgendwie müssen wir hier zum Ergebnis kommen. Das geht nicht. Wir brauchen unbedingt diese Super-Missiles. Also wie komme ich nicht in die Türen rein? Doch da irgendwie raufkommen. Oh nee. Das war jetzt eigentlich. Oh nein. Und ich juckel da die ganze Zeit rum und versuche da mit Anlauf irgendwie da durchzukommen. Aber nun gut. Klappt ja. Ja, okay. Nehme ich einfach mal so hin. Und das sieht hier irgendwie ein bisschen verdächtig aus. Ja. Was bist du denn für ein Vieh? Ja, sehr gut. Auf jeden Fall kommen wir jetzt schon mal weiter und haben noch genug zu erforschen. Das ist schon mal sehr gut. Ich war echt ein paar Mal dabei, wo ich mir dachte und mich gefragt habe, wie komme ich jetzt bloß weiter? Also. Okay, und das scheint hier jetzt gerade wieder der Fall zu sein. Das war ja doch richtig. Na, dann wird es hier wohl gleich einen kleinen Kampf geben. Ja, komm her. Ah, mit den Stummelbeinen. Energietank, geil. Ich würde auch mal behaupten, dass ich den ganz gut gebrauchen kann. Oh, okay. Alles sind nicht aufgebaut. Der gute Herr hat an alles gedacht. Sehr schön. Okay. Trotz allem, das ist nämlich das eingetreten, was ich wollte. Ich brauche die Super-Missiles, um die Türen zu öffnen. Ja, das ist echt wirklich verdammt geil aufgebaut, muss man sagen. Okay, da komme ich wieder raus. Es ist wirklich verdammt cool aufgebaut. Oh. Den nehmen wir gleich mit. Und dann zocken wir heute auch mal ein bisschen länger. Ich will das Ding durchhaben. Ich bin einfach so gespannt auf die nächste Stufe von den Metroids und überhaupt vom Endboss. Okay, da kam ich ja dann wieder raus. Oh.
Metroid, also von daher. Dann kann es auf jeden Fall schon mal weitergehen. Wir doch unsere Super Mystik bekommen. Eigentlich. Ups. Na. Aber ja klar. Oh nein, bitte nicht hier. Oh fuck. Oh. Schlechteren Schauplatz könnte es nicht geben. Okay. Wir haben ihn, aber... Oh, da ist das Erdbeben. Gut. Tangiert aber nicht die Dottie-Magma. Oder Lava. Fuck! Nein! Scheiße, das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Scheiß jetzt? Den ganzen Energietank verloren. Das sieht verdächtig aus. Scheint nicht weiter. Ne, bringt ja nichts. Da muss ich hier ein anderes Mal hin. Gott.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich dann jetzt erstmal hinten runter, wieder da hinten runter muss. In diesem blauen Bereich. Weil theoretischerweise müsste das jetzt ja frei sein. Und die Super Missiles, die habe ich ja hier nicht bekommen können. Also von daher. Speichern wir erstmal durch. Ich mache ein ganz kleines Päuschen. Und dann geht's weiter. So. Kurz was getrunken. Und wir können direkt weiter durchstarten. Dann mal schauen, was uns in den Tiefen der Katakomben uns erwartet. Worauf ich ja auch mal wieder Bock hätte, wäre irgendwie sowas wie Diablo 2 oder ja, irgendwie so ein was Älteres oder auch Diablo 1 oder so. Aber dann auch mit mehreren Leuten, irgendwie zu fünft oder so. Da hätte ich mal Bock drauf. Und da ein Let's Play, ich glaube, das wäre ganz cool. Ich habe noch einige Ideen, die ich auch noch umsetzen möchte. Also Projekte. Also könnt ihr ruhig mal gespannt sein, was dann noch so alles folgen wird. Ach ja, und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. War ein kleiner Gag. Auf so ein Gebettel habe ich keinen Bock. Das ist absolut nervig, wenn man irgendwie auf YouTube irgendwie was anschaut und das erste, was überhaupt kommt. Oh, und vergiss nicht, einen Daumen nach oben. Ach ja, und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist super wichtig. Gott im Himmel. Ach, die muss ich ja auch wieder durch. Ich finde nämlich persönlich, wenn man hier irgendwie so ein YouTube-Kram macht, dann sollte man da einfach Bock drauf haben. Und nicht irgendwie die ganze Zeit rumjaulen und rumbetteln, dass man irgendwelche Klicks haben möchte und irgendwelche Daumen nach oben und irgendwelche Abo-Scheiße. Wenn es den Leuten gefällt, dann ist das so. Und dann kommt es schon von alleine. Jetzt muss ich überlegen. Das dauert bei mir natürlich ein bisschen länger. So. Ich wähle diesen Weg. Und ich speichere einmal durch, das ist immer wichtig. Denn man weiß nie, was passiert. Ach ja. Was soll dieser Kack hier immer? Das rotzt mich an. In einer Woche und einem Tag. Da freue ich mich schon. Am Strand liegen und Cocktails schlürfen. So viel wie ich will. Das wird schön. Tja. Wir kommen dann auch mal bald an. Thank you.
Nein. Gut. Aber eigentlich wäre es ja ganz interessant, mal zu schauen, was denn da ist. Aber das schaffe ich ja gar nicht. So viel Anlauf? Nee. Da muss ich mir nochmal was anderes überlegen. So. Hier gab es ja noch was. Und ich wollte hier hin. Und es ist nicht der Fall. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nehmen mal ganz zurück. Nützt ja nichts. Ah. Ihr sucht, der findet. Sehr geil. Die Biester werden immer hässlicher. Ich erinnere mich noch an Gameboy, wie das da aussah. Es ist so herrlich. Wenn das gewollt ist, ich blende auch so mal gerne mal hier ein. Dass man so direkt einen Vergleich hat. Was ist das denn? Was ist das? Okay. Okay. Bisschen komisch. Das hat hier irgendwie gerade voll geleckt. Ah! Tada! Super Missiles! Ich hab's doch gesagt. Ich wusste es. Licht am Ende des Tunnels. Wunderschön. Na, erwartet mich jetzt irgendwie so ein scheiß abgefuckter Metroid, der mich richtig... Was? Zwei? Ihr Wichser. Der. So. Schwester hat drangenommen und dich jetzt auch, du Wichse. Zwei Stück. Haha, wie geil. Es rappelt im Karton.
Aber wieso komme ich denn da nicht hoch? Das wäre dann cool gemacht, muss ich sagen. Ich weiß noch, in dem einen Teil auf dem Super Nintendo, da gab es auch vom Endboss so eine, so einen Leichnam, der dann übersät war von solchen Käfern. Das fand ich damals auch ziemlich cool. Das hat man ja nicht oft gesehen. Bei Nintendo so Gewalt und so weiter, das war nicht so oft der Fall. Okay. Ich habe auf jeden Fall ein ganz klares Ziel vor Augen. Ich habe meine fucking Super Missiles bekommen. Endlich. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe auch nur zwei Stück. Oben ist irgendwie noch was. Mal gucken, was das ist. Irgendwie kann ich ja nicht hin. Oder konnte ich damals nicht hin. Dann arbeiten wir den mal direkt mit ab. Wenn es denn was wird. Ach, das war die falsche. Zwei Gummi, woanders links. Da oben. Ja, dann werde ich auf jeden Fall gleich oben erstmal den markierten Punkt, den ich habe, da hinten rechts, das erstmal öffnen. Dann hole ich mir neue Super Missiles, beziehungsweise den zweiten. Front Container, Missile Container. Wo ich ja echt lange überlegt habe, ob ich da überhaupt rankomme. Da wollte ich rein. Das gibt's ja nicht. Also. Na, was war das denn? Ach, den hatte ich schon. Okay. Gut. Anderes da hinten. Ja gut, okay, das wäre auch nochmal interessant. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Wesentliche. Eins nach dem anderen. Ja, und vielleicht hört man es auch. Ich bin mittlerweile inzwischen wesentlich besser. Ich habe mich echt so krass bekältet mit so einem blöden Virus. Das hat mich so aus den Socken gehauen. Das war nicht schön. Und somit stockt er das hier auch alles. Das nervt. Moment. Was ist das hier? Alles klar. Hat das alles der Richtigkeit? Genau. Von der Kamera. Wo es immer richtig warm war. Die waren so richtig deprimierend eigentlich, weil es hat gezeigt, dass es doch mal funktionieren kann mit dem Wetter, dass es mal schön warm ist und es nur noch wieder Regen und Gewitter. Und naja, das war der richtig tolle Sommer. Aber nun gut, da muss man halt leider wegfliegen.
So. Jetzt freue ich mich endlich, in diese scheiß Tür zu kommen. Dann wollen wir mal schauen, was uns da drin erwartet. Da habe ich. Okay, ich brauche nur eine. Den löschen wir dann auch gleich mal. Was ist das denn jetzt? Oh Mann. Habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay. Ja, dann speichere ich jetzt erstmal. Dann hole ich die anderen Super Missiles. Und dann hoffe ich, dass ich hier irgendwie mal was ergibt. So, kurze Pause. So, es geht wieder los. Wir wollen wieder spielen. Und da sagte ich doch nicht nein. Wir waren da oben rechts drin. Dort kamen wir nicht weiter. Was für ein Wunder. Wir... kommen gerade eh nicht weiter. Ich habe noch eine Sache, die mir einfällt, die ich holen möchte. Und dann müssen wir mal schauen. Das kann ja so nicht weitergehen, ne? Ja, was ist damit? Kann ich hier ein bisschen Anlauf holen und dann da durch? Ja. Anlaufen, dann geht das. Eventuell. Okay, der ist schon mal weg. So will ich das haben. Okay. Es muss ja irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Zwei, dreimal ausprobiert.
Kommen wir wieder zu dem Ergebnis, dass es nichts wird. Da drüben genauso. Ah. Das ist doch schon mal schön. Somit sind wir schon mal drin. So. Das war die Geschichte, okay. Sehr gut dran erinnern. Das war ein cooler Effekt. Und weiter hier auf die Suche begeben. So. Da sind wir. Was will er denn jetzt von mir? Muss ich das jetzt echt irgendwie checken? Das heißt, ich muss ja hier irgendwie jetzt... Hä? Ja, okay, vielleicht ja so. Jawohl! Okay, gut, cool. Haben wir den Kram. Jetzt muss man natürlich überlegen, wohin? Da oben gibt es noch was zu erforschen. Vielleicht da hinten? Puh. Okay. Irre ich mich jetzt? Nee. Das war's eigentlich soweit. Aber da hinten, da ist ja noch was. Dann gehen wir hier erst einmal zurück. Thank you.
Okay. Gut, okay. Ja, mir fällt auf jeden Fall ein, dass ich einmal hier ja irgendwie hin müsste. Und da. Und hier unten. Und hier hinten ist auch noch was frei. Deswegen sage ich mal, gehen wir erst mal da hinten hin. So, und wir müssen auch theoretischerweise in eine neue Ebene kommen, weil die Metroids, die sind alle auf Null. Und ja, ist so. Aber hier ging es ja auch nicht weiter runter. Dementsprechend versuchen wir das jetzt einfach mal. Das heißt jetzt erstmal ein bisschen latschen. Okay, ein bisschen links. Ich muss ja da ganz unten hin. Puh. Ach, erstmal nach rechts. Möglichkeit und einfach mal den Sound zu genießen, wie ich getroffen bin. Ja immer noch, dass ich da oben nichts geworden bin. Da muss ich nochmal ganz kurz reinschauen, das geht ja nicht. Nützt nix. So, damit die ganze Lafferei auch nicht umsonst ist.
Doch, natürlich. Jetzt fällt's mir noch ein. Ich brauchte doch auch die Super-Missions dafür. Ach. Denkt mir durch. Das motiviert doch einen wieder, wenn man weiß, wohin es geht. Ah, sehr gut. Hopp. 1A. Klock, klock, klock. Also entweder bekommen wir da jetzt diese Superbomben, sodass wir oben in der grünen Tür vorankommen. Oder wir bekommen irgendwie Besuch von irgendwie einer neuen Generation von Metroid. Ich weiß es aber nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Guck, da haben wir es doch. Na? Okay. Na, was ist das hier für ein Kram? Das sieht merkwürdig aus. Glaube ich, da kommt noch was. Das sieht doch aus wie alte. Ah, wie geil ist das denn? Was? Für eine Mission ist das denn jetzt? Okay.
Okay, auf jeden Fall war ich schon mal nicht verkehrt damit, dass ich... dass das irgendwie was Besonderes ist. Bedeuten. Ja, okay. Das verstehe ich. Oder konnte ich mir einfach so damit den Weg freischalten? Wahrscheinlich war das so gedacht. Ich gehe mal davon aus, dass ich so eigentlich die Supermists bekommen sollte. Okay, cool. Scheiß. Ha. Ja, gut. Ja. Dann ist das so. Wir kommen schon zu einer Lösung.
speichere das Ding jetzt erstmal ab. Machen wir hier mal einen Kopf. Damit man hier nicht unnötige Zeit verschwendet. So. Bis gleich. So, es geht weiter. Allein auf dem Planeten SR388 habe ich keine Ahnung. Und werde jetzt erstmal schauen, wohin ich muss. Das bringt auch nichts. Gut. Wollen wir doch erstmal schauen, dass wir hier irgendwie mal wieder weiterkommen. So. Wir werden schon zu einem Ergebnis kommen. Ich hasse es, wenn man gerade ein Brett vorm Kopf hat und nicht weiß, wo man lang muss. Schrecklich. Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Bin ich denn die ganze Zeit dran vorbeigelaufen? Kann ich nicht sagen. Da war doch Lava, oder nicht? Hä? Naja, egal. Geil. Juhu! Es geht weiter. Das Gebiet mit irgendwelchen hässlichen Menschen hier. Na, ja, Menschen. Viechern. Na, was ist das? Yes! Okay. Da kann ich auf jeden Fall unten rein. Ja, cool gemacht. Thank you.
Ah, okay. Jetzt können wir weiter buddeln. Das ist eine geile Sache. Richtig cool. Mann, ich werde die ganze Zeit überlegen, wohin muss ich denn? Speichern wir mal zwischen. Dann machen wir hier einen Cut. Und dann geht's gleich weiter mit dem nächsten Let's Play. Ich schneide das einmal zusammen und lade das Ding hoch. Bis gleich.